Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und ja, wir sind jetzt im neuen Gebiet angekommen und sollen jetzt mit dem Orakel von Delphi sprechen. Schauen wir mal, ob wir das finden. Ich war hier vorher schon mal kurz, bloß auf einmal hat sie meine PS4 aufgehangen. Jetzt muss ich die Aufnahme nochmal neu starten. Zum Glück war das ziemlich am Anfang der Aufnahme. So, jetzt fangen wir nochmal an. Ich hoffe mal, da vorne an der Nachrichtentafel, dass mir das passiert, dass ich die PS4 aufgehangen hat. Ich hoffe mal, oder nicht die PS4, aber das Spiel, dass jetzt nichts mehr passiert. So, okay. Schauen wir mal, was die Quest gibt. Das ist alles für Schiffsaufträge, glaube ich. In vieler der Form wandelt Zeus auf der Erde, auf dass er zum Vater zahlloser Helden werde. Ungesunde Ernährung, komm, das nehmen wir jetzt auch mal schnell mit. Das ist bis 500 Meter weg. Und wir werden die auch gleich mal starten. Das ist hier. Sprich mit dem Athener-Soldaten. Schauen wir doch mal. Wo ist der? Alter, der ist da drüben. Willst du mich verarschen? Alter. Oh nö, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, da machen wir was anderes. Dann lassen wir die Quest. Wird sich nochmal zurücksegeln. Machen wir das hier. Sprich mit dem Orakel von Delphi. Okay, machen wir das. Wahrscheinlich werden wir unterwegs eh wieder 1000 andere Sachen sehen und erkunden und weiß ich was alles. Aber lassen wir uns jetzt einfach. Schauen wir einfach mal. Ich bin halt auch nicht so eine, die schnurstracks der Hauptstory folgt. Ich will das schon, wie in anderen Folgen schon erwähnt, das Spiel halt auch ein bisschen erleben, also auch ein paar andere Sachen machen. Das ist, glaube ich, auch der Sinn davon. Militärlager. Befehlshaber ausschalten. Und ist der hier, boah, der ist 34, willst du mich verarschen? Das ist aber nicht der, oder? Da ist er. 34, was? Was ist denn das für ein Gebiet, wo bin ich denn hier? Alter, willst du mich verarschen? Ich bin hier im 34er Gebiet. Jetzt warte mal, was ist denn das für eine Quest überhaupt? Da wird natürlich nicht drauf geschaut, was das für ein Level ist. Ist aber Level 11. Jetzt warte mal, hier brauche ich gar nichts machen, weil die tun mich one-shotten. So, wo ist jetzt der? Der muss irgendwo hier oben sein. Sehe ich das jetzt nicht, wenn der blöde Adler in der Luft ist, oder was? Oh, Alter. Ich bin ja komplett falsch. Das hat mir doch vorher hier angezeigt. Okay, Leute. Hier machen wir gar nichts. Geht einfach mal zurück. Und segeln dann da hinten hin. Ich bin komplett ins falsche Gebiet eingetreten hier. Was ist da los? Die 34 ist ein bisschen krass. Ablegen. Macht euch bereit zum Ablegen! Gebt den Kurs vor!
Schauen wir gerade nochmal, wo hier ein Hafen ist. Ich glaube, ich bin vorher, wer das Hafenzeichen hier war. Das heißt, rein theoretisch müssen wir hier hin. Zum Schiffsdock. Wir können es sicher bergen. Kapitän, wir segeln auf offener See. Sind das Feindschiffe? Diese wie Snacken hier. Nun, Kapitän, wir sollen Poseidon danken. Vorwärts! Ich wollte die nicht ändern, ich wollte einfach voller Gegend fahren.
Oh, es gibt gut Holz, hä? Sehr schön. Warte mal, hier war schon eine Quest, oder was? Oh, unentdeckter Ort. Ja, da geht man hier schon rauf noch und machen wir die Insel gleich mit. Piraten in Barnabas. Empfohlene Stufe 11, das haben wir. Na komm, dann machen wir das noch schnell mit, weil jetzt sind wir eh schon hier. Der Kapitän verlässt das Steuer! Wenn wir schon hier sind, dann machen wir es gleich mit, weil sonst kommt man wieder nicht hierher und es ist alles blöd dann. Vergessene Insel. Hier ist ein Schiffswrack. Ja, bin doch schon hier. Oh, die Götter schicken dich. Tekton. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten. Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn. Ich werde dir bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Oh, ist gut. Einverstanden. Mal wieder ein Meer. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Oh, nee. Oder? Nee. Das hab ich schon gedacht, da hinten ist es. Okay, 600 Meter, das ist da drüben. Müssen wir denn darüber? Da waren wir vorher auf der Insel, war ich da schon. Da kann man eine Schnellreise hier machen, okay. Okay, machen wir erstmal schnell das Fragezeichen und dann gehen wir darüber. Ernsthaft? Wäre zu schön gewesen. Okay, hier war so nichts, oder? Ne, gehen wir hier weiter runter. Da muss man die Schlange hier aufpassen. Boah, das ist ein Riesengebiet. Was ist denn hier los? Alter. Gut, dass ich hier so viel sehe. Geht's hier weiter? Ja, geht's sogar weiter. Das ist nicht von dieser Welt. Alter, was ist hier los? WTF? Was bei Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Okay.
Deswegen haben wir hier auch einen Schnellreisepunkt. Aber wann können wir hier durchgehen? Wahrscheinlich nicht, dass ich die Kiste auf einmal übersehe. Wie ein offenes Meer, oder? Das ist natürlich blöd, weil ich jetzt die blöde Kiste nicht habe. Okay, ich sag mal so, die können wir uns später auch noch holen. Vielleicht ist die Kiste ja auch... ...hinten drin, also in den Raum, wo ich noch nicht reinkomme. Unser Schiff ist dort hinten. Und es regnet wieder. Und? Er ist Zimmermann. Die Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten! Welche? Das ist Spartaner, okay. Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Du wirst es überstehen. Du bist eine schlechte Lügnerin, aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Oh. Ernsthaft jetzt? Hm?
rüber ins Schiff, ey. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Okay, da haben wir doch schon den Zimmermann, oder? Ah, die habe ich ja vorher bekommen, genau. Was haben wir denn da drin? Feuerpfeile haben wir eh noch nicht. Na komm, dann tun wir den hier rein. Haben wir ein bisschen bessere Panzerung. So, jetzt würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut, Leute, und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde schon mal hinsegeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann auf der Insel, würde ich sagen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich glaube, dass es spannend wird. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.